Also dieses... müssen wir bloß mal gucken, wo wir das... The man rolls his sleeves back down. He nods at you, the shadow of a smile on his lips. Good work there, good work. I can tell you've got chops. He stretches out one rough hand to shake yours. He grips your hand tight as a vice and shakes it, hard. Good to meet you, lad. Ich kann nicht so lange. Sagt mal, ihr seht aus, als hättet ihr nichts zu tun. Ich könnte jemanden gebrauchen, der auf mich aufpasst. Was übrigens auch euch gilt. Ich habe nur einen kleinen Auftrag zu erledigen und danach will ich so schnell wie möglich verschwinden, solange ich noch einen Hals habe, den man einen Ring umlegen kann. Wie wäre es, wenn wir uns zusammentun, bis wir hier rauskommen? Sagen, dass die Verbrecher Angst hatten, als er die einsamen Würfe erwähnte. Auf die übliche Art, willkürlich, furchteinflößend und im Blut getränkt. Die Einzelheiten sind noch nicht ganz klar, aber ich würde wetten, dass es nicht schlimmer als das wird. Das geschieht, wenn wir es tun. Nichts tun. Vier Augen sind mehr als zwei und wenn es richtig hoch hergeht, sind vier Fäuste besser als zwei, oder? Er grinst und seine scharfen Zähne funkeln in der Mittagssonne. Was für eine Mittagssonne, ist Abend. Bevor es losgeht, wir sollten die Kampfstrategien am besten vorher festlegen. Das dürfte helfen, unsere Verluste so gering wie möglich zu halten. Überleben steht an erster Stelle. Ich nutze jeden Trick, um unser Leben zu halten. Aber wenn ihr keinen Wildling sucht, da habe ich auch andere Fertigen. Ah, was braucht ihr jetzt? Können wir uns wieder aussuchen. Ich weiß gar nicht, was hatten wir für ihn genommen? Das war, glaube ich, ein Bogentyp, ne? Immer mal mit Magie. Was nutzt ein Gesetzloser, der Schatten nicht befehligen kann? Ich habe genug ausprobiert und weiß, dass mir die dunklen Künste zu sagen, aber ich lerne schnell. Team Heilung. Oh ja, Heilung wäre geil. Ich gehe mal hier von unten durch. Beschwörer. Nein. Elementarkünstler. Nein. Hexer. Auch nicht. Auch nicht. Ein Heiler wäre geil. Can do. Onwards. Er sucht mit einem grauen Auge den Horizont nach Gefahren ab. Dann nickt er dir zu. Ihr habt recht. Geht voran. Geil! Drittes Teammitglied. Bin begeistert. Vor allem Heiler. So. Okay, eine Kiste. Eine markierte Kiste, wohlgemerkt. Ah. Gold ist immer gut. Oh, hier. Noch mehr Gold. Da ist natürlich wieder keins. Da auch nicht. Oh, da ist wieder Gold. Oh, ein Glücksfund. Der Inner hat sich gerade angehört wie Waffenkunde für Windy Gatling. Alles klar. Der Inner hat sich gerade angehört wie Freezer aus der englischen Saga. Oder englische Übersetzung. Englische Saga. Bin ich bekloppt? The woman is scrabbling at her throat, as though she can hardly breathe. As she catches sight of you, recognition flashes in her terrified eyes. Sie lässt ihre Hände von der beginnt. Ben Mist! Ivan! Ben Mist! You killed them! You killed them! He killed them all! Murderer! Ihr seid
Nee, ihr sagen, dass sie sich nicht fürchten muss. Niemand hat dich mit einem Vertrag zwinkern, dass ihr sagen, dass du gekommen bist. Keep him away from me. Help somebody. Meine, die haben... nee. Die haben eine Angst. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Ich will mir hier nicht so viele Feinde machen. Oh nein. You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? Ich bin nicht allein. Ich habe zwei Begleiter bei mir. Nö. Es ist so, ich habe einen Vorschlag, etwas, das ihr wissen solltet. Aber mit einer Gruppe funktioniert das nicht. Ich brauche nur einen. In diesem Fall, hör zu, ihr glaubt bestimmt, dass ich sei verrückt, dass ich mich an einen Fremden wende, aber in diesem Lager wimmelt es von Feiglingen und mir läuft die Zeit davon. Schnell, zu schnell, viel zu schnell. Und fragen, was er vorhat. Ich bin schon lange hier, länger als alle anderen. Manchmal werden Leute mitgenommen und einige behaupten, sie werden geheilt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Und ich will auch nicht so lange warten, bis ich es herausfinde. Ich kenne einen Weg hier hinaus. Es ist nicht einfach und ich brauche einen Partner. Oh, nur einen. Wie edel. Aber wenn die Magister euch alle mitgenommen haben, wird diese hohe Gesinnung vergebens sein. Genießt eure letzten Tage in guter Gesellschaft. Theoretisch hätte man den auch wegnatzen können. Lauf, lauf, Mira, lauf. Okay, hier geht's nirgendwo weiter. Doch, hier oben. Looky, looky here, mates. A fresh face. We love fresh faces, don't we? Oh, yes, we do. Ist er schwul oder was? Why don't you join us in a round of cards? First hands on the house. Oh, warum nicht? Chuff to you, Chief. Here are your cards. Ihr seid zuerst dran. Du blickst auf die Karten in deiner Hand. Zwei lila Könige. Das ist schwer zu schlagen. Blickst auf die Karten. Was für eine Hand, Neuling. Leider sind zwei weniger als fünf. So viele lieber erfahrene Karten habe ich. Dann bin ich wohl der Gewinner. Ja, mit der Gebühr. Was die Brauen zusammenziehen und sagen, das unmöglich ist, er betrügt. Die Roten haben es euch sicherlich gesagt. Niemand kommt durch, ohne die Inhaftierungsgebühr zu bezahlen. Also, leert eure Taschen. Sagen, dass niemand erwähnt hat, dass wir... dass hierbleiben bezahlt werden muss. Ja, echt mal. Ausspucken... und sagen, dass sie sich ihre Nase schon von deiner Lech holen müssen. Sagen, dass niemand erwähnt hat. Nun, ihr habt sie ja schon davon gehört, oder? Los, Neuling, raus damit. Was rechtmäßig dir gehört. Weiter mit euch. Die Groschen in eurer Tasche sind es nicht wert. Aber sagt Griff bloß nicht, dass ich euch durchgelassen habe. Ihm danken und dich verabschieden. Einer der Insassen, aber das sieht man ihm nicht an. Er spielt sich hier auf, als wäre er Dallas persönlich. Er ist in der Küche nicht zu verfehlen. Vielleicht hat er für so jemanden Kräften wie euch Arbeit. Gott sei Dank. Will nicht. Wo soll wer sein? Theoretisch müssten wir jetzt
Yin befragen. Der uns auf den Keks geht. Was hieß auf den Keks geht, aber was jetzt hier mit dieser Kiste auf sich hat. Das Problem ist nur, wie machen wir es? Oh, da unten wird was Rotes angezeigt. Ach, das ist Dings, okay. Nee, dann brauchen wir das nicht. Tür ist verschlossen. Was ist denn hier drin? Mona. Lass mich. Gehen. Dir fällt ihre Blässe auf und du fragst, ob sie Hilfe benötigt. Tun, worum sie bittet. Sie sieht ansteckend aus. Thank you. I just... Wir gehen mal lieber. Oh, es wird mal wieder hell. Ich bin begeistert. Irgendwie stecken wir gerade echt hier ein bisschen in der Klemme, sag ich mal. Denn so wirklich habe ich hier keinen Plan, wo wir gerade hin müssen. Sei denn hier drinnen in der Höhle wäre etwas zu finden. Ihr Sohn, dass du den Elfen gefunden und seine Abmachung über seine Freilassung getroffen hast. Ah, ihr helft mir. Euer offenes Herz überrascht mich. Ihr sagen, dass ein Weg hier raus ist. Dein Herz hat damit nichts zu tun. Schade. Irgendwie regt mich das gerade auf, dass wir hier wirklich gerade nicht wirklich was finden. Oh, hier ist schon wieder Gold. Verdammt. Warum habe ich jetzt die Kiste eingesammelt? Hallo? Mist. Wartet mal. Inventar. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Gegenstand. Nee, das war knapp. Knapp. Hallo? Meine Güte, hier. Manchmal macht mich das gerade ein bisschen wuschig, dieses Inventar. Öffnen. Aktion. Den roten Prinz geben. So, dann kann ich ja eigentlich... fallen lassen. Schön. Wenn das nur so funktionieren würde. Gucken wir uns hier draußen nochmal an. Hier ist bloß ein Hund. Da rennt ein Schwein oder was das war. Oh, hier unten wird uns jetzt was angezeigt. Na, hier musst du wirklich ein bisschen suchen, ob du überhaupt was findest. Gerade als du die Echse ansprechen willst, hält dich der rote Prinz mit ausgestreckten Armen zurück. Begleiter Herkunftsmomente. Es gibt Charaktere, mit denen deine Begleiter alleine reden wollen. Dies zu verbieten, kann negative Folgen für ihre Beziehungen haben. Wenn du es jedoch erlaubst, machst du dich bei allem, was passiert, mitschuldig. Okay. Dieser Mann ist ein Träumer. Wie ihr wisst, muss ich mit ihm reden. Ihr könnt dabei hier warten. Na gut. Erlaubnis, für wahr. Rechtsklicke auf einen Begleiter, um dessen Sympathie dir gegenüber zu untersuchen. Ich habe keinen Rechtsklick, ich sperre mit... Controller. Aber du solltest wissen, dass Begleiter, die dich nicht mögen, deine Gruppe verlassen werden. Okay. Er heißt
Er heißt, den Träumer aufzustehen. Nee. Ja, was? Er heißt, den Träumer aufstehen und zuhören. Was er auf seine kriecherische und unbeholfene Art tut. Danach kaut der Träumer eine Handvoll Blätter, verschluckt sie und fällt in eine Art Trance. Er schläft ein. Zu deiner Überraschung folgt der rote Prinz seinem Beispiel. Nach etwa einer halben Stunde wachen sie auf und fangen an, ihre Träume zu bereden. Der sichtlich verärgerte rote Prinz kneift sich in die Nasenwurzel, bevor er dem plappernden Träumer den Rücken zukehrt. Lächeln und ihm sagen, dass du bei den Weisheiten, die er gerade erfahren hat, einfach mithören musstest. Dass Echsen so viel Wert auf ihren Nachmittagsschläfe legen. You receive a withering glance in response. A deserved bit of sarcasm, I suppose. But though this sting tail. Verdienter Sarkasmus, schätze ich. Dieser Spitzsterz ist zwar nicht der hellste unter den Träumern, aber die Träume selbst waren recht aufschlussreich. Wie sich zeigt, verfolgt mich ein Feind, von dem ich noch gar nichts wusste. Das Geheimnis umwobene Haus der Schatten. Doch die Träumer sind auf meiner Seite. Und sie haben Visionen von mir auf dem Thron. Im Sagen, dass du von Visionen nicht viel hältst, laut überlegen, ob dieser Thron die Attentäter wert ist. Weil ihr diese andere Welt in all eurer Pracht nicht gesehen habt. Sie ist majestätisch. Eines Prinzen würdig. Oh, ich wurde mit dem Versprechen eines Imperiums geboren und dieses Versprechen wird gehalten. Doch dazu muss ich einen zweiten Träumer finden, einen besseren, erfahrenen Reisenden der Traumwelt. Ihr Name ist Bahara und sie wohnt im Sumpfland, östlich der Feste. Also lasst uns verschwinden und schnellstens dorthin ein. Ich könnte ja dahin. Problem ist gerade nur. Jetzt pennt er schon wieder. What? But I was. It was. Please, tell me. Tell me. Why did you wake me? I was so close. Fragen wir uns dich dafür. Hat er gerade Guse? Natürlich, der hat doch gerade gehustet. Und ihr riecht nach verbranntem Haar und kargen Träumen. Aber ganz abgesehen davon habe ich eine gute Kinderstube genossen. Man nennt uns nicht umsonst Träumer. Meine Aufgabe ist das Träumen und dafür muss ich schlafen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Ich schätze, ihr meint die Orangen. Wobei ich glaube, dass Herr Griff eher wegen des Drudanae als wegen der Zitrusfrüchte verehrt ist. Natürlich, dass Drudanae das Griff auf raffinierte Weise ins Gefängnis schmuggelt, in den Organen versteckt. Organ, warum immer Organ? Orangen, meine Güte. Kopf gleich Tischkandier. Ihr glaubt doch nicht, dass er wirklich wegen ein paar verschwundenen Früchten so verärgert wäre, oder? Nein, er hat es nicht auf die Orangen abgesehen, sondern auf die Träume, genau wie ich, obwohl ich das Recht dazu habe und die Pflicht. Und Träume, worin bestehen Verbindungen? Drudanae, it makes you master. Macht einen zum Meister dessen, was man im Traum sieht. Man ist kein Schauspieler, sondern man schreibt das Stück. Uiuiui. Für euch ist es vielleicht schwer zu verstehen, aber wir träumen für das Allgemeinwohl. Was wir sehen, kann die Wahrheit vorhersagen und sogar formen. Aber dafür brauchen wir Drudanae. Bevor man mich fing und hierher brachte, hatte ich eine Vision. Die Lehren erwachten, getötet,
Göttlichkeit wiederhergestellt. Aber als ich gerade kurz davor stand zu sehen, wie es passiert war, trat Nemagister meine Tür ein. Das ist meine letzte Chance, das Geheimnis zu ergründen, herauszufinden, wie wir gerettet werden können. Ihr versteht also, ich kann nicht zurückgehen. Nicht nur um meinetwillen, sondern um unser aller Willen. Meine Träume sind meine Gabe und sie können auch unsere Rettung sein. Sagen, dass du mehr an der wirklichen Welt und unseren Träumen interessiert bist, dass du brauchst, um jemandem das Leben zu retten und wirst es dir mit erforderlichen Mitteln holen. Ihm sagen, dass seine Absichten vielleicht zu gut sind, Diebstahl an einem solchen Ort, aber Folgen hat. Er muss dir aussehen, was er gestohlen hat. Sagen, dass Griff Blut sehen will und du die Identität der Exe jedoch schützen wirst. Yeah! Überreden erfolgreich. Und es wird nicht lange dauern, bis er es erfährt. Bei all den hier herumlungernden Verbrechern, sie würden mich im Schlaf erstechen, wenn sie es wüssten. Gut, gut. Nimm das, Drudane. Ich finde noch mehr. Irgendwie, das muss ich. Zu unser aller Wohl. Yeah, wir haben es endlich. Das heißt, jetzt können wir Aurane, oder wie der hieß, gemütlich retten. Ich hoffe es zumindest. Aber so ein Träumer hier, dass der hier rumliegt? Warum nicht? Der da. Gut. Dann hat man das. Dann gehen wir jetzt mal langsam zurück. Und ja, gut, wenn wir davor stehen, können wir eigentlich schon wieder die Aufnahmesession für heute beenden. Viel passiert, kann man jetzt eigentlich nicht sagen, aber wir haben ein bisschen was geschafft. Gut, dann würde ich sagen, wir warten hier in der Feldküche jetzt ab. Feldküche, ja, Feldküche, so. Warten wir jetzt ab, bis zum nächsten Mal, damit wir dann mit Griff dort drehen können. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.